In unserem Video für die Bild-Zeitung haben wir dir Einsteigertipps gegeben, wie du mit der Geldanlage in ein ETF-Portfolio starten kannst. Die Renditeerwartung bei einem Portfolio aus 80% MSCI World und 20% Emerging Markets liegt bei historisch 7-8% pro Jahr. Wenn dir das reicht, dann brauchst du ab hier nicht weiter gucken. Falls du dich aber dafür interessierst, wie du die Rendite deiner Geldanlage weiter steigern kannst, können unsere jetzt folgenden Tipps dir weiterhelfen. Unsere im letzten Video vorgeschlagenen Do-it-yourself-Portfolios eignen sich perfekt dafür, wenn du dich selbst um deine Geldanlage kümmern möchtest. Auch wir achten bei unseren eigenen Portfolios auf eine weltweite Diversifikation, ergänzen diese aber mit wissenschaftlichen Faktoren. Die Basis für die Renditeoptimierung unserer Portfolios bietet das sogenannte Drei-Faktoren-Modell von Farmer und French sowie die Erweiterung, das Vier-Faktoren-Modell von Carhartt. Die Wissenschaftler haben Zeitreihen untersucht, die bis 1929 zurückgehen und festgestellt, dass bestimmte Faktoren über längere Zeiträume regelmäßig eine Überrendite oder englisch Outperformance von 2-3% pro Jahr gegenüber der normalen Marktrendite von 7-8% erzielen. Aber was genau sind diese Faktoren? Der erste Punkt ist die Unternehmensgröße und dabei kommt es eben nicht immer auf die Größe an, denn kleine Unternehmen sind meist schlanker aufgestellt als die marktdominierenden Großkonzerne, die auch Blue Chips genannt werden. Das Geschäftsmodell dieser Titel füllt häufig Nischen aus, die von Großkonzernen nicht bedient werden. Dementsprechend lassen sich Marktsegmente der kleinen Unternehmen weitgehend unabhängig von der Lage des Gesamtmarktes immer wieder profitable und wachstumsstarke Werte finden. Wegen ihrer kleinen Größe und der Gefahr des Scheiterns ihres Geschäftsmodells sind die Risiken aber auch deutlich höher als bei langfristig relativ stabilen Blue Chips. Deswegen ist es wichtig, nicht nur einige wenige kleine Unternehmen zu kaufen, sondern auch da breit zu streuen. Damit du hier das Ganze jetzt mal praktisch vorgestellt bekommst, haben wir ein Beispiel für dich. Stellt euch Apple vor von vor 20 Jahren, als sie einen Umsatz gemacht haben von zum Beispiel 100 Millionen Euro und im nächsten Jahr waren es 200 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von 100 Millionen oder 100%, also ein extremes Wachstum. Wenn Apple heute im Quartal seinen Umsatz steigert von 35 Milliarden auf 36 Milliarden, dann ist das eine Steigerung von 1 Milliarde, aber prozentual eben gar nicht so viel. Und so habt ihr ein Beispiel dafür, wie groß die Wachstumschancen einerseits sind bei kleinen Unternehmen im Verhältnis zu großen Konzernen. Historisch gesehen erwirtschaften Unternehmen, die sich durch ein niedriges Verhältnis zwischen dem Wert an der Börse und dem tatsächlichen Wert des Unternehmens auszeichnen, eine Mehrrendite. Diese Erkenntnis wird in der Wissenschaft auch Value-Faktor genannt. Value-Aktien weisen dementsprechend gemessen an ihrem Buchwert, das heißt den inneren Wert des Unternehmens, eine zu niedrige Bewertung am Kapitalmarkt auf. Man spricht hier auch von einer Unterbewertung. Anleger, die in Value-Aktien investieren, erwarten dementsprechend eine Anpassung des Marktwertes. Auch hierfür haben wir ein Beispiel für dich. Stellt euch den Rewe-Markt auf der Ecke vor. Das komplette Inventar plus Lebensmittel ist 1 Million Euro wert. Und dann vergleicht ihr das mit dem Kurs an der Börse, der einen Wert von 900.000 Euro widerspiegelt. Ihr habt also einen Unterschied von 100.000 Euro. Und wenn ihr dann das komplette Inventar plus Lebensmittel verkaufen würdet, hättet ihr einen reinen Gewinn von 100.000. Das Beispiel wäre ein Beispiel für eine krasse Unterbewertung. Den Vorteil dieses Faktors findet man unter anderem auch in der Investmentphilosophie von Warren Buffett wieder. Jedes Jahr analysieren tausende Anleger auf der ganzen Welt den Jahresbrief von Warren Buffett an die Aktionäre von Berkshire Hathaway. Nicht ohne Grund wird dieser Faktor auch der Buffett-Faktor genannt. Bei dem Qualitätsfaktor gibt es verschiedene Unterfaktoren. Wir legen dabei vor allem den Fokus auf Profitabilität und die Gewinnausschüttung. Unter Profitabilität versteht man das Verhältnis vom Bruttogewinn zu den Vermögenswerten. In der Praxis übergewichten wir also Unternehmen, die profitabler sind als vergleichbare Marktteilnehmer. Bei der Gewinnausschüttung achten wir auf die adjustierte Dividendenrendite. Viele Unternehmen schütten eine Dividende aus oder kaufen eigene Aktien zurück. Beim Aktienrückkauf oder der Dividende wird ein Teil des Gewinnes, das ein Unternehmen erwirtschaftet, an seine Aktionäre ausgeschüttet.
Unternehmen, die zum Beispiel regelmäßig und langfristig eine Dividende, am besten sogar eine steigende Dividende ausschütten, erwirtschaften also dauerhaft so viel Gewinn, dass ein Teil des Gewinns ausgeschüttet werden kann. Es liegt also die Annahme nahe, dass dieses Unternehmen wirtschaftlich gut dasteht. Historisch findet man das auch in den Kursen wieder. Der Momentumfaktor oder auch Schwungfaktor besagt, dass die Kurse von Unternehmen, die sich in den letzten 3 bis 12 Monaten besser entwickelt haben als der Markt, auch in den nächsten Monaten besser entwickeln werden. Es wird also darauf gesetzt, dass eine bestehende Aufwärtsbewegung weiter an Dynamik gewinnt und sich fortsetzt. Der eine oder andere wird diesen Begriff vielleicht aus dem Sport kennen. Hier wird auch oft von einem Momentum-Switch gesprochen. Nehmen wir mal als Beispiel das Super Bowl-Finale 2017. Team A liegt mit 28-3 in Führung. Eigentlich wäre dieser Vorsprung nicht mehr aufzuholen, aber nachdem Team B die ersten Punkte gemacht hat, entsteht ein neuer Schwung oder englisch Momentum mit dem Ergebnis, dass Tom Brady mit den New England Patriots 2017 das Super Bowl-Finale in einer spektakulären Aufholjagd mit 34-28 gewann. Mit Hilfe von wissenschaftlichen Faktoren hättest du durchschnittlich eine Rendite von 10-11% pro Jahr erzielen können. Aber generell gilt, wenn du mehr Rendite erzielen möchtest, musst du auch mehr Risiko eingehen. Und so ist es auch in diesem Fall. Zudem sind die Anlageprodukte, die diese Faktoren abdecken, für den Privatanleger zum Teil nicht frei zugänglich, sondern werden nur professionellen Anlegern, wie zum Beispiel für uns, zur Verfügung gestellt. Wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder schau auf unserer Webseite vorbei. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn du wieder reinschaltest. Bis dann!